Hallo Leute! Ihr steht jetzt gerade mitten in meinem Palmenfenster und ich hoffe, dass mein kleines Monkey-Stativ das schafft. Bisher sieht es aber sehr gut aus. Ja, und wie fühlt ihr euch so in diesem Palmenfenster? Es sieht sehr schön aus auf jeden Fall. Ja, der heutige Tag war einfach super gechillt. Heute war nichts auf dem Programm gestanden, außer chillen. Und Pool. Und das habe ich heute auch gemacht. Ich war am Pool. Es war richtig, richtig schön, aber auch extrem heiß. Die Sonne scheint auch jetzt gerade wieder mega hier durchs Fenster. Ich glaube, ich werde auch gleich nochmal kurz hochgehen zum Pool. Es ist zwar schon 18 Uhr, aber hier ist es immer noch mega heiß. Was super schön ist, da ja gestern das Wetter so ein bisschen gesponnen hat und gegen Abend hat es ja gewittert. Und eigentlich war heute auch Regen gemeldet. Also umso besser, dass heute die Sonne scheint. Es ist so schön. Leider gibt es auf diesem Pooldeck keinen einzigen Schattenplatz und deswegen habe ich es auch nicht so lange ausgehalten. Heute trage ich zum ersten Mal mein hier in Barcelona geshopptes Kleid-Oberteil. Ich werde es wahrscheinlich eher als Oberteil tragen, da es hinten ein bisschen kurz ist. Ich habe jetzt Shorts drunter, aber es ist so, so süß und ich liebe es. Es hat so schöne Flatterärmel. Schaut euch das an. Ich finde es so cool. Ja, und es ist einfach so süß und sommerlich. Und total leicht. Das ist einfach perfekt. Heute dachte ich, erzähle ich euch ein bisschen was über Kurz-, Mittel- und Langstrecken. Denn viele von euch fragen, ob man denn direkt am Anfang Langstrecke fliegt, wie lange es dauert, bis man Langstrecke fliegt, oder ob man es sich komplett aussuchen kann. Da ich bei Air Berlin angefangen habe, kann ich euch zuerst mal von deren Modell erzählen, denn es ist bei jeder Airline unterschiedlich. Ja, bei mir war das damals so, dass es in dem Schulungszentrum einen Boeing-Raum und einen Airbus-Raum gab und dann wurden wir einfach eingeteilt. Die einen kamen in den Airbus-Raum und die anderen in den Boeing-Raum. Das kam natürlich darauf an, welche Flugzeugmuster auf welchen Stationen geflogen werden. Ich war in Frankfurt stationiert und wir hatten eben Boeing und Airbus. Und Air Berlin fand es damals sinnvoll, mich zuerst auf die Boeing zu schulen. Das war ein bisschen komisch, denn in Frankfurt gibt es mehr Airbus und eigentlich hätte es sich gelohnt, für mich direkt Airbus zu fliegen. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben, ehrlich gesagt. Aber egal, das heißt, erstmal hat sich mein komplettes Training auf die Boeing 737-800 bezogen. Ich habe alles über das Flugzeug gelernt, natürlich auch über die anderen Flugzeugmuster, aber alles, was die Evakuierung anging, die Türen und so weiter, haben wir alles auf die Boeing gelernt. Dementsprechend bin ich dann nach meiner Schulung auch erstmal nur Boeing geflogen. Das war in Frankfurt echt ein bisschen uninteressant leider, denn wir hatten, glaube ich, ein oder zwei Boeings und die sind jetzt wirklich nicht so spannende Strecken geflogen und auch wirklich nur sehr selten geflogen. Hauptsächlich sogar innerdeutsch und ich glaube auch oft Hurghada. Aber das ist schon so lange her, ich bin mir gar nicht mehr genau sicher. Dementsprechend habe ich mich mega gefreut, als ich dann 2 Monate später meine Airbus-Schulung erhalten habe. Und das war dann richtig cool, denn dann hatte ich auch Layover in Palma de Mallorca. Das kam einfach daher, dass bei uns der Airbus dieses Ziel angeflogen hat und die Boeing aber nicht. Also das heißt, man fliegt immer genau das, was eben auch das Flugzeug fliegt, auf das man geschult ist. Ist man auf die Boeing geschult, fliegt man das, was die Boeing fliegt. Ist man auf den Airbus geschult, fliegt man das, was der Airbus fliegt. Das kann sich aber natürlich auch ändern. Ja, es gibt sogar Stationen bei Air Berlin, die haben zum Beispiel nur den Airbus oder nur die Boeing. Da sieht es natürlich anders aus. Deswegen kann man das auch überhaupt gar nicht pauschal sagen, ob man dann diese Strecke fliegt oder diese Strecke, denn es ist von Station zu Station anders. Als ich dann später in Berlin stationiert war, hatte ich wiederum andere Strecken auf dem Airbus und andere Strecken auf der Boeing. Da gab es zum Beispiel viel, viel mehr Flüge für die Boeing und dementsprechend abwechslungsreicher war auch mein Dienstplan. Air Berlin hat auch immer darauf geschaut, dass man nur 2 Flugzeugmuster fliegt, denn ansonsten können sich ja auch viel schneller Fehler einschleichen. Also ich hatte dann das Rating auf Boeing und Airbus und dann konnte nicht noch ein Rating für die Dash Q400 dazukommen. Die Dash kennt ihr vielleicht, das ist das kleine Flugzeug von Air Berlin mit diesen Propeller neben. Ja, und an meiner Station gab es die Dash gar nicht in Frankfurt, deswegen wurde ich darauf auch nicht geschult. In Stuttgart und Berlin gibt es die aber, glaube ich, und ich weiß auch nicht, wo noch, aber die Kollegen, die eben dort gebased waren, wurden natürlich dann auch eventuell auf die Dash geschult.
Aber dann war wieder darauf zu achten, dass sie auch nur zwei Flugzeugtypen fliegen. Also dann Boeing und Dash oder Airbus und Dash. Als ich bei Air Berlin anfing, gab es damals noch genau einen LTU-Kurs. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass Air Berlin und LTU zusammengegangen sind und daher hat Air Berlin quasi auch seine Langstrecke bekommen. Das heißt, dass zum allerersten Mal nur LTUler die Langstrecke geflogen sind. Die Langstrecke wird mit dem A330 geflogen und dementsprechend braucht man dafür auch wieder ein Rating. Und das hatten die LTUler eben schon. Eine der Schulungsteilnehmerinnen, mit der ich mich super verstanden habe, die hat bei LTU angefangen, hatte sich aber auch damals noch direkt bei LTU beworben. Also ihr Kurs fand zwar bei uns im Schulungszentrum statt und sie hatte auch dieselbe Uniform an, aber es war eben LTU. Das heißt, es war noch LTU-Service und ja, und auch noch LTU-Training. Und dementsprechend ist sie auch direkt auf den A330, also auf die Langstrecke geschult worden. So, für uns Air Berliner war damals die Langstrecke dann noch total weit weg, denn wie gesagt, erstmal sind nur LTUler Langstrecke geflogen. Erst nach und nach wurden immer mehr Air Berlin Flugbegleiter dann auch geschult, allerdings war die Warteliste dafür riesig. Die ist riesig lang und es dauerte einfach, bis man da eine Chance hat. Und da kommt es aber auch wieder auf die Station an. In Frankfurt gibt es keine Langstrecke bei Air Berlin. Das heißt, Frankfurter haben gar keine Chance auf Langstrecke. Ist man aber in Düsseldorf oder Berlin stationiert, da hat man eine Chance. Und je nachdem, wie lang die Warteliste ist, je nachdem, so lange dauert es eben, bis man Langstrecke fliegen kann oder nicht. Also, es kommt darauf an, wo ihr stationiert seid, auf welches Flugzeugmuster ihr geschult werdet und welche Strecken eben dieses Flugzeugmuster fliegt. Es gibt also da ganz, ganz viele Variablen und deswegen dachte ich, ich mache mal ein Video dazu, denn es ist einfach nicht so einfach zu erklären, ob man Langstrecke oder Kurzstrecke fliegt. Ja, es kommt da auf ganz viele Faktoren an. Jetzt ist es ja bei anderen Airlines vielleicht nicht ganz so kompliziert. Lufthansa hat zum Beispiel nur zwei Stationen und zwar sind das München und Frankfurt. Und von beiden Stationen wird sowohl Lang- als auch Kurzstrecke geflogen. Wenn ihr bei Lufthansa anfangt, werdet ihr auch sofort auf der Langstrecke sein. Das ist also nicht ganz so kompliziert wie bei Air Berlin. Ihr fliegt da einfach sofort Langstrecke. Welche Strecken es aber sein werden, hängt halt eben davon ab, auf welche Flugzeugmuster ihr geschult werdet. Ich glaube, am Anfang wird man meistens auf die Boeing 747, das ist der Jumbo, geschult und auf den A340. Und dann werdet ihr eben genau diese Strecken fliegen, die diese Flugzeugmuster fliegen. Und ich glaube, es wird bisher niemand direkt von Anfang an auf den A380 geschult. Diese Frage kam auch schon auf. Ja, dafür gibt es, glaube ich, auch eine ziemlich lange Warteliste und das Team ist eigentlich fix. Soviel ich weiß, ist das A380-Team voll und natürlich gehen immer mal wieder Kollegen und es kommen mal wieder Kollegen dazu, aber da kann es einfach auch mal 2 Jahre dauern, bis man da eine Schulung bekommt und bis man dann dran ist. Und natürlich ist es auch nur der Fall, wenn die Firma Bedarf hat. Es ist nicht so, dass man sich das selbst unbedingt aussuchen kann, es passiert wirklich nur, wenn die Firma Bedarf hat. Wenn ihr bei der Condor anfangt, dann kommt es auch wieder darauf an, auf welcher Station ihr gebased seid. Seid ihr in Frankfurt, werdet ihr auch Langstrecke, Kurzstrecke und Mittelstrecke fliegen. Seid ihr in Stuttgart gebased, da fliegt man, so viel ich weiß, korrigiert mich bitte, wenn es falsch ist, erstmal nur Mittelstrecke. Ich weiß nicht, ob zwischen den verschiedenen Bases auch getauscht wird, aber das ist so die Info, die ich habe. Wäre super, wenn ihr mir mal in die Kommentare schreibt, falls ihr da irgendwelche anderen Infos habt. Schreibt es mir unten rein. Also ihr merkt schon, dieses Thema, ob man kurz, lang oder Mittelstrecke fliegt und was man so fliegt, ist ziemlich komplex und auch echt ein bisschen vielseitig, denn es ist einfach von Airline zu Airline komplett unterschiedlich. Am besten ist, dass ihr informiert euch darüber, welche Strecken die Airline überhaupt fliegt. Das war leider bei Air Berlin ein bisschen blöd, denn da habe ich das auch nachgeschaut gehabt, welche Strecken Air Berlin fliegt. Und dann habe ich da so ein super tolles Streckennetz gesehen von Air Berlin. Ach, hier Kuba und Punta Cana und sonst was, ja. Aber das waren ja die Strecken, die noch zu LTU gehören, dann noch Strecken, die zu Etihad gehören. Und das fällt zwar alles jetzt so unter Air Berlin quasi, aber das sind nicht die Strecken, die man dann wirklich selbst fliegt. Ich glaube, da ist aber Air Berlin mit die Ausnahme. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Airlines auch so ist. Wenn ihr jetzt das Lufthansa-Streckennetz seht, dann wisst ihr auch, ihr fliegt diese Sachen dann auch an. Also das ist jetzt da nicht so. Also schaut euch einfach die Airline an, schaut euch das Streckennetz an und
schaut euch vielleicht auch mal im Internet die Flüge an, die so von Frankfurt abgehen, wenn ihr jetzt in Frankfurt stationiert seid. Ja. Und dann informiert euch eben auch über die verschiedenen Stationen. Bei der Stellenausschreibung seht ihr schon, ob Flugbegleiter für Kurz- und Mittelstrecke gesucht werden oder für die Langstrecke. Zum Beispiel bei Condor ist das so. Da sieht man genau, Flugbegleiter für die Station so und so. Ich glaube, Condor hat sogar noch mehr Stationen. Und in Klammer stand dann Kurz- und Mittelstrecke. Oder Flugbegleiter, Station so und so, in Klammer Mittel- und Langstrecke. Also das steht dabei, das könnt ihr dann auch so rausfinden. Bei Eurowings ist es zum Beispiel jetzt genauso. Da ist es ja auch der Fall, dass die Eurowings fliegt ja jetzt auch Langstrecke, allerdings nur von Köln aus. Und das ist auch wieder sowas. Da kann man sich schnell mal täuschen und bewirbt sich dann und auf die Station, keine Ahnung, Hamburg oder so. Und dann hat man aber gar keine Langstrecke, denn die gibt es nur in Köln. Wenn euch das wirklich wichtig ist, Langstrecke zu fliegen, dann schaut, dass ihr diese Info von der Airline irgendwoher bekommt. Meistens, wie gesagt, steht es auch in der Stellenausschreibung sogar drin. Und dann ist es eigentlich ja gar kein Problem. So, ich hoffe jetzt, das Video war nicht so kompliziert und nicht so verwirrend. Ich weiß, das Thema ist so ein bisschen schwierig und für mich war es am Anfang auch total unverständlich. Ich kann euch sagen, ich war auch am Anfang super enttäuscht, denn als ich bei Air Berlin anfing, dachte ich, richtig naiv, ach, ich bin in Frankfurt stationiert und Frankfurt ist ja so ein internationaler Flughafen und da gehen ja auch die ganzen Langstrecken ab. Und dann war für mich klar, dass ich auch Langstrecke fliegen werde. Und die Enttäuschung war dann echt groß, als ich so meinen ersten Dienstplan sah und nur innerdeutsche Flüge hatte und mal Hurghada hin und zurück. Das war echt lahm. Ja, natürlich für den Anfang absolut gut und ausreichend. Aber später wollte ich dann unbedingt Langstrecke fliegen. Das war auch der Grund, warum ich nach Berlin gewechselt habe, denn das war die einzige Möglichkeit für mich, noch auf die Langstrecke zu kommen. Leider hat das dann auch nicht mehr geklappt, weil die Warteliste auch zu lang war. Ja, aber mittlerweile habe ich es ja und freue mich total. Ich liebe es, Langstrecke zu fliegen. Aber wenn man dann Langstrecke fliegt, dann weiß man auch wieder die Kurz- und Mittelstrecke zu schätzen. Denn es kann auch wunderschön sein und Europa ist auch einfach so wunderschön. Das sehe ich auch jetzt wieder in Barcelona, wie schön es einfach ist. Deswegen, also auch wenn ihr jetzt Mittel- und Kurzstrecke fliegt, heißt es nicht, dass es irgendwie schlechter ist oder besser oder wie auch immer. Ich finde persönlich, die Mischung macht's und es ist total schön, auch mal 4 Lecks innerdeutsch zu fliegen und abends zu Hause zu sein. Das kann auch mal richtig cool sein. Ja, ich hoffe jetzt, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn ja, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Sonntag und ein schönes Restwochenende. Und ich gehe jetzt in den Pool. Tschüss!